Runde 2. Ich bin begeistert von Ihrer sichtbaren Bereitschaft, diese Veranstaltung nicht zeitlich aus dem Ruder laufen zu lassen, sondern hier immer wieder so zügig zurückzukommen. Und deswegen wollen wir auch gleich mit unserem zweiten Podium weitermachen zum Thema Wandel der Arbeit in der digitalen Zukunft. Wohin geht die Reise in den Institutionen unseres Weiterbildungssystems? Ich begrüße Inge Klöpfer, die heute ihre Moderatorin sein wird. Sie ist Publizistin und Autorin, schreibt seit langer Zeit für die FAZ und hat sich mit der Digitalisierung in der gesamten Breite des Themenspektrums beschäftigt, dazu Beiträge für die Zeitung geschrieben, also vom Arbeitsmarkt über die Bildung bis hin zur Weiterbildung. Wir haben eine profilierte Expertin in diesem Gebiet und ihre Gesprächspartner wird sie Ihnen selber vorstellen. Herzlich willkommen, Inge Klöpfer. Sehr schön. Und vorher gibt es noch den Einspieler, sorry. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung wird sich umfassend auf den Arbeitsmarkt auswirken. Sie wird Arbeitsplätze in großem Stil verschieben. Nach einer IAB-Studie könnte das einen Umfang von plus minus 1,5 Millionen Jobs erreichen. Die Digitalisierung wird Anforderungen im Arbeitsmarkt verändern, also gerade in Richtung IT-Kenntnisse, aber wichtiger noch in Richtung übergreifender Fähigkeiten wie sozial-kommunikativer Kompetenzen oder abstraktem und Prozessdenken. Und schließlich wird die Digitalisierung auch die Arbeit selbst verändern, also beispielsweise die Arbeitsbedingungen. So stellen wir in einer IAB-Studie auf betrieblicher Ebene fest, dass digitalisierende Betriebe an ihre neuen Mitarbeiter deutlich höhere Anforderungen in Sachen zeitlicher und inhaltlicher Flexibilität stellen, als das bei nicht digitalisierenden Betrieben der Fall ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass auf Seiten der Arbeitnehmer der Flexibilitätsbedarf steigt. Das heißt, hier wird es darauf ankommen, neue Wege zu gehen, um zu einem vernünftigen Ausgleich zwischen den Bedarfen zu kommen. Insgesamt sehen wir, durch die Digitalisierung wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Dennoch stellt die Digitalisierung große Herausforderungen an Arbeitsmarkt und Politik. Denn gerade wenn sich Anforderungen ändern, dann wird die Arbeitsmarktpolitik noch wesentlich stärker erkennen müssen, welche Umorientierung, welche Neuorientierung notwendig sind und diese dann auch intensiv umsetzen. Dazu gehört auch, eine Weiterbildungspolitik aufzusetzen, also eine Weiterbildungspolitik für Beschäftigte, die diese Menschen während ihrer Beschäftigung intensiv in Sachen Weiterbildung berät und die Weiterbildung dann auch fördert. Und schließlich geht es auch um die Zukunft der Sozialversicherung. Bei Arbeitsmarktbedingungen, die zumindest in einigen Bereichen noch mehr in die Richtung gehen, dass die klare Grenze zwischen Arbeitssuchenden und Beschäftigten mehr und mehr verschwimmt. Das heißt, man sieht, am Ende steht unsere soziale Marktwirtschaft im Fokus und die Frage, welche Impulse wir setzen wollen, damit die Digitalisierung auch für unsere wohlfahrtsstaatliche Arbeitsgesellschaft zu einem Erfolg wird. Kommen wir. Würden Sie auch aufs Podium kommen, bitte? Ja, meine Damen und Herren, toll, dass Sie noch geblieben sind. Weiterbildung ist ja im Bereich der speziellen Bildung ganz wichtig, damit man auch weiterhin an der Gesellschaft, am Arbeitsprozess teilnehmen kann. Aber es ist nicht bei weitem nicht so emotional und so stromlinienförmig wie die allgemeine Bildung in der Schule. Deswegen finde ich das fantastisch, dass immer noch so viele noch nicht in der Mittagspause sind. Herzlichen Dank an das Podium. Das ist eine Runde von Ökonomen und das wird uns natürlich auch in eine bestimmte Fragerichtung lenken. Wir werden uns nicht ausschließlich mit dem Arbeitsmarkt befassen, sondern natürlich damit, wie der möglichst lange, möglichst gut funktioniert. Und ich habe hier, wie gesagt, 4 Ökonomen auf dem Podium. Anke Hassel, das ist seit ziemlich genau einem Jahr, seit 2 Jahren sind Sie Direktorin des gewerkschaftsnahen Instituts WSI von der Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben auch, so ist sie, die Hans-Heinrich-Böll-Stiftung, das andere Spektrum abgedeckt mit Herrn Hüther, der hier ein oft gesehener und gern gesehener Gast ist, ja, weil die Grüne Stiftung sich eben auch sehr gerne mit der Wirtschaft unterhält. Er ist
langjähriger Direktor vom Institut der Deutschen Wirtschaft IW Köln. Dann haben wir Frau Christmann von der, aus der Politik, auch Ökonomin, darf ich so sagen. Auf der, ja, weil sie hat noch Mathematik und was haben sie, Politikwissenschaft studiert und natürlich in einem politikwissenschaftlichen Bereich promoviert. Trotzdem darf ich sie in dieser Runde zu den politisch aktiven Ökonomen zählen. Und wir haben Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität, der noch so viele andere weitere Titel trägt, dass ich die nicht alle vortragen würde, aber er würde hier sozusagen als unabhängiger Ökonom oben drüber schweben. Nicht zuletzt, deswegen sitzt er in der Mitte. Das ist allerdings eher ein kleiner Scherz am Rande. Wir haben gehört, dass von Herrn Professor Weber, dass Weiterbildung natürlich eine Grundvoraussetzung ist, um weiter an unseren Arbeitsprozessen teilzuhaben. Weiterbildung ist ein sehr heterogenes, sehr diffuses und noch viel weniger organisiertes Feld als die allgemeine Bildung mit Schule und vielleicht noch Berufsausbildung. Frau Hassel, wer ist eigentlich für Weiterbildung zuständig? Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne mal mit einer ganz grundsätzlichen Aussage anfangen, und zwar mit dem Verhältnis von Weiterbildung und schulischer Bildung und Erstausbildung. Weil ich glaube, dass, wenn man sich überlegt, wo müssen wir investieren, wo ist eigentlich der Anknüpfungspunkt für eine gute Weiterbildung, dann würde ich sagen, wir müssen wirklich bei der Schulbildung anfangen. Und wir müssen in der Schulbildung das Fundament dafür legen, dass Menschen sich überhaupt weiterbilden können. Und wenn wir uns, und ich will jetzt nicht das wiederholen, was in dem vorigen Panel alles diskutiert wurde, aber vielleicht auch noch mal unter einer ökonomischen Perspektive sagen, solange Deutschland im internationalen Vergleich wirklich eher im hinteren Drittel ist, was die Ausgaben für Bildung angeht, sowohl die öffentlichen als auch die privaten Ausgaben, und vielleicht noch vor verschiedenen Ländern Osteuropas, ist aber weit hinter den Ausgaben der skandinavischen Ländern, solange wird sich in der Weiterbildung auch nicht so viel tun, weil das Fundament da nicht richtig gelegt wird. Also wenn man sich den Zusammenhang anschaut, welche Länder sind stark in der Digitalisierung, in der digitalisierten Wirtschaft, und wie viel geben die eigentlich für ihre Schulbildung aus? Und dann sieht man dort einen Zusammenhang, nämlich die skandinavischen Länder sind viel weiter, einerseits in der Digitalisierung und andererseits aber auch in ihren Bildungsausgaben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, man kann nur weiterbilden, wo auch das Fundament da ist in der Schulbildung, und es ist in Deutschland nicht gut gelöst. Also das wäre wirklich die erste Aussage, die ich dazu treffen möchte. Nun ist es ja so, dass wir gerade gehört haben, Frau Lörmer gehört haben, die eben eigentlich ziemlich eindrucksvoll gesagt hat, es geht nicht alles immer von null auf jetzt, alles gleichzeitig und nicht ruckzuck. Gleichwohl müssen wir, können wir in der Weiterbildung dann eben nicht auf den großen Ruck durch die Schulen warten, sondern es, wir müssen, bevor wir uns gleich genau darüber unterhalten, trotzdem mal fragen, wer ist eigentlich zuständig? Genau. Und bei der Zuständigkeitsfrage geht es ja im Wesentlichen darum, wer, also finde ich in erster Linie um die Frage, wer finanziert eigentlich die Investition, die man macht, weil Bildung und auch Weiterbildung ist eine Investition in einen Menschen, und es ist eine Investition, die für alle drei Beteiligten, nämlich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch die Gesellschaft, einen Nutzen hat. Also wir haben alle einen Nutzen davon, wenn die Einzelnen sich weiterbilden. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Kosten, die das verursacht, diese Investitionen in die Einzelnen, dass die Kosten vernünftig aufgeteilt werden. Und da haben wir eigentlich schon sehr gute Vorbilder. Wir haben ja in der beruflichen Erstausbildung haben wir genau eine solche Kostenteilung, nämlich dass die Einzelnen sagen, ja, ich mache eine berufliche Erstausbildung und ich verdiene da vielleicht nicht so viel Geld, also ich investiere auch was in meine Ausbildung. Der Arbeitgeber natürlich auch daran investiert, und zwar kräftig daran investiert, und gleichzeitig über das Kammersystem natürlich die Zertifizierung erfolgt und die Qualitätskontrolle erfolgt, was da in der beruflichen Erstausbildung stattfindet. Ich glaube, man kann darauf aufsetzen, man muss auch viel stärker darauf aufsetzen, dass man neue Modelle entwickelt, dass auch in der Weiterbildung genau dieses Zusammenwirken der drei Akteure auch wieder weiterentwickelt wird und gesagt wird, hier haben wir ein Format, wo wirklich alle drei Seiten zusammengebracht werden und auch alle drei Seiten investieren. Herr Hüther, die Unternehmen tun zum Teil eine ganze Menge, wahrscheinlich an Weiterbildung, investieren. Bei SAP haben wir es heute Morgen gehört, das ist aber logisch, dass die in die digitale Bildung investieren, das ist aber ein großer Konzern.
Nun besteht die deutsche Unternehmenslandschaft nicht nur aus großen Konzernen, sondern auch aus vielen kleinen. Was würden Sie denn sagen, wer ist zuständig? Also an erster Stelle die Unternehmen oder ist es auch eine Mixtur? Es ist natürlich eine Mixtur. Wir haben auf der einen Seite, also Ökonomen würden sagen, in dem Maße, in dem die Erträge dieser Bildung internalisierbar sind, ist der Einzelne, weil er die Erträge internalisieren kann, seinem Einkommen auch in der Finanzierung natürlich interessiert und beteiligt. In dem Maße, in dem es spezifische Kompetenzen sind, die er in dem Unternehmen anwenden kann, gibt es auch einen Einflusseffekt. Insofern gibt es auch ein Interesse des Unternehmens, sich an dieser Finanzierung zu beteiligen. Was wir feststellen ist, noch anknüpfen an den Einspieler, dass wir bis vor kurzem sehen konnten, dass die Unternehmen, die in hohem Maße digitalisiert sind, also wir nennen das die 4.0 Unternehmen in unseren Analysen, auch in höherem Maße Beschäftigung aufgebaut haben. Natürlich mit entsprechenden auch veränderten Profilen, auch das ist angesprochen worden, mit entsprechenden Einkommensperspektiven, aber auch sozusagen Weiterbildungsperspektiven. In der Summe gilt ja, das müssen wir auch nochmal sehen, wenn die Menschen sozusagen nicht diese Ausstattung mit Fähigkeiten hätten, hätten wir nicht heute über 44,6 Millionen Erwerbstätige. Wir kommen von unter 40 Millionen bei am aktuellen Rand leicht ansteigenden sogar Normalarbeitsverhältnissen. Was wir feststellen bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass die davon profitieren, dass wir in Deutschland ja sozusagen eine Clusterökonomie sind. Nicht? Wenn Sie sich die Metall- und Elektroindustrie anschauen, das sind 3/4 der Industrie, der andere Viertel ist die Chemie, dann gilt das, aber es gilt für die Chemie ganz genauso. Bei der Metall- und Elektroindustrie ist es etwas kleinteiliger, da haben wir 83 Cluster in der Bundesrepublik Deutschland. Querverteilt in den Regionen. Was heißt das in diesen Clustern? In diesen Clustern arbeiten die Unternehmen auch zusammen bei den Themen, die sozusagen eine Art Clubgut darstellen. Also A, in der Ausgestaltung und Entwicklung der Infrastruktur und B, auch gerade in der Frage der Ausbildung und der Weiterbildung. Ich glaube, man kann in dem industriellen Modell der Bundesrepublik dieses Ineinandergreifen von Ausbildung, also dualen Berufsausbildung, der darauf aufsetzenden Weiterbildung nicht wirklich trennen. Ich mal ein Beispiel nennen darf, wenn Sie beispielsweise nach Osten von Köln fahren, da wo die Autobahn 4 endet, dann kommen Sie nach Attendorn und das ist ein Automotive Cluster. Und das Spannende ist, da gibt es eine Lehrwerkstatt, die LEWA, die Lehrwerkstatt Attendorn, in der sozusagen überbetrieblich mit Blick auf die kleinen und mittleren genau diese Entwicklungs- und Ausbildungs-, aber auch Weiterbildungskompetenzen angeboten werden und auch passgenau für die Unternehmen angeboten werden. Und dann waren die so erfolgreich, dass sie sozusagen in ihrer eigenen Tätigkeit Industrieroboter hergestellt haben und entwickelt haben, die sie heute als eigenen Zweig, diese Lehrwerkstatt, diese Industrieroboter weltweit vertickt. Nicht weit davon, wenn Sie die Straße gehen, ist das Automotive Innovation Center, wo sich die Zulieferer, die dort sehr stark sind, in der Region zusammengeschlossen haben und sozusagen die nächste Stufe, sozusagen die Kompetenzen und die Innovationsfähigkeit, autonomes Fahren und was wir alles und die Frage, wie man mit Big Data im Auto umgeht, entwickeln. Also wir haben, wenn wir mal den großen Vorhang beiseite nehmen, der multinational tätigen Unternehmen, eine Struktur, wie wir sie in der Form global nicht vergleichbar haben, außer noch in der Schweiz und Österreich. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, es gibt eine funktionierende Ausbildungs- und Weiterbildungsstruktur und da fallen die kleinen und mittleren Unternehmen nicht durch. Aber das hängt einfach mit dieser Clusterstruktur zusammen. Wenn Sie fragen, es gibt eine wunderbare Analyse vom MIT in 2013, warum die Industrieunternehmen in den USA so im unverändertem Sinkflug sind, dann ist eine zentrale Aussage, es sind Standalone-Firmen. Also sie haben kein Ökosystem. Nicht? Sie sitzen sozusagen irgendwo auch in Idaho und Oklahoma, aber sie haben nichts drum und sie haben keine Möglichkeit, Synergien aus Kooperationen zu erwirtschaften. Und das ist für mich die große Überschrift, warum das deutsche Geschäftsmodell mal heute betrachtet vom Beschäftigungserfolg so ist und das hat mit Aus- und Weiterbildung zu tun. Das duale System ist elementar für diesen industriellen Erfolg. Und offensichtlich oder hoffentlich zukunftsfest. Frau Christmann, eine Frage. Also wir haben, auf der einen Seite haben wir dieses Ökosystem, was Herr Hüther so farbenreich beschrieben hat, und auf der anderen Seite haben wir die Aussage von Professor Weber, dass sich dass 1,5 Millionen Arbeitsplätze, auf welchen Zeitraum gesehen auch immer, von dieser Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen betroffen sein werden. Das heißt, in hohem Maße sich so verändern, dass sie eben diese 1,5 Millionen Menschen, natürlich sich immer wieder ändern, weiterbilden oder völlig um- oder neu bilden müssen. Wo ist die Rolle der Politik in diesem ganzen Spiel zukünftig, nicht heute?
die Rolle der Politik ist, glaube ich, ganz klar, natürlich den Einzelnen, die Einzelne zu unterstützen, darin in der eigenen Erwerbsbiografie, Lebensbiografie die richtigen Momente zu finden, wo man eben dann Weiterbildung auch angeht und in Anspruch nimmt und auch dabei zu unterstützen, das möglich zu machen. Und ich glaube, es ist angesprochen worden, da haben alle eine gemeinsame große Verantwortung, auch die Betriebe. Und ich glaube, gerade die größeren Betriebe, die leisten das natürlich auch in einer großen Art und Weise, weil sie auch wissen, dass sie das brauchen. Gerade in der immer dynamischer werdenden Arbeitswelt sind sie auch darauf angewiesen, dass sie da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitnehmen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die arbeiten in Branchen, die vielleicht gerade sich nicht mehr so dynamisch entwickeln. Gerade die, die natürlich jetzt Schwierigkeiten kriegen, vielleicht auch in der digitalisierten Welt. Und das sind dann nicht unbedingt die Betriebe, die dann ihre Mitarbeiter selber auch noch unterstützen können, eine Weiterbildung auf den Weg zu bringen, weil sie ja auch gar nicht unbedingt selber diejenigen sind, die von dieser Weiterbildung dann profitieren würden, sondern da geht es ja auch dann um in neue Bereiche vielleicht auch Leute eher auch umzuschulen oder vorzustoßen. Und da, glaube ich, ist der Weg, die Rolle der Politik dafür natürlich Möglichkeiten herzustellen. Und da fehlt uns bisher eine wirklich gute Struktur, da aktiv auch für zu beraten. Also das findet im Moment eigentlich nicht unbedingt statt. Wenn ich mich selber nicht darum bemühe, treffe ich eigentlich nie auf irgendeine Person, die mir sagt, Mensch, überleg doch mal, dein Job in 2-3 Jahren, ist das vielleicht schwierig, geh doch mal, such dir doch mal eine Weiterbildung. Das passiert nicht zwingend. Und deswegen ist ja unser Vorschlag auch gerade auch, die Arbeitslosenversicherung, die wir jetzt haben, zu einer Arbeitsversicherung weiterzuentwickeln, wo das eigentlich schon inhärenter Bestandteil ist, dass man da Beratungsstrukturen schafft, die auch während man erwerbstätig ist, schon eine stärkere Motivation schafft, eben auch zu gucken, was passiert mit meinem Job eigentlich die nächsten Jahre und sollte ich nicht jetzt auch schon mal den Moment nutzen, da vorbeugend in Weiterbildung zu gehen. Und dann natürlich ist immer die Frage, welche finanziellen Rahmenbedingungen, welche Zeitrahmenbedingungen hat das auch noch? Da kommen wir aber vielleicht auch gleich noch drauf. Genau, vor allem auf die finanziellen Rahmenbedingungen. Die Zeit ist dann auch ein wichtiger Faktor. Aber finanziell, weil ja so gern über Geld geredet wird, was man nicht alles in Digitalpakten und sonst welchen Aktionen sozusagen investieren müsste, damit es dann auch den Lörmannschen ruckzuck Effekt geben könnte. Hat mich sehr beeindruckt. Es gibt ja ein Problem, was wir alle haben, und das ist bildungsbegriffsinhärent, und das betrifft sogar auch noch die spezielle Bildung, dass es immer eine Konfrontation mit dem Ungewissen ist. Was kommt eigentlich in Zukunft? Und das, wie muss ich mich weiterbilden? Das heißt, wir haben immer so einen kleinen Nachlaufeffekt. Ja? Also jetzt könnte sein, dass ich übermorgen das können muss, aber in 2 Jahren weiß ich nicht, was ich können muss, weil die Technik sich so rasant entwickelt. Das ist für die Politik und für die Unternehmen ganz schwer zu erkennen und wahrscheinlich noch viel schwieriger für den Einzelnen. Herr Südekum, wo sehen Sie denn die Rolle des Einzelnen? Also was wird sich für uns, für jeden von uns ändern? Wo müssen wir Verantwortung übernehmen und wo können wir sie auch abgeben an die Unternehmen oder an den Staat und sagen, hilf mir mal? Ja, natürlich ist es eine Verantwortung des Einzelnen, ganz klar. Aber das ist natürlich ein Stück weit auch eine triviale Erkenntnis. Eigentlich alle großen gesellschaftlichen Themen, über die wir reden, ist immer natürlich auch eine Verantwortung des Einzelnen, was er tun kann im kleinen Umfeld, um sich darauf einzustellen. Und da möchte ich eins sagen, das Diskursklima zum Thema Digitalisierung ist jetzt nicht gerade optimal, um sozusagen für den Einzelnen Anreize zu liefern, sich darauf einzustellen. Denn ich meine, Digitalisierung wird im weitesten Sinne ja als, sagen wir mal, skeptisch bis panisch wahrgenommen und als riesige Bedrohung. Ja, also Digitalisierung zerstört unsere Arbeitsplätze, über die Hasskommentare unsere Demokratie, und Deutschland ist sowieso abgehängt, weil die Chinesen besser sind. So ist ja mal kurz gefasst so ein bisschen das Diskursklima. Und von daher würde ich sagen, ich glaube nicht, dass die Politik alle Probleme lösen kann und sollte und immer für alles verantwortlich ist, sondern allem schuld ist. Aber natürlich macht es in dem Sinne dann schon mehr Sinn, über Wirtschaftspolitik zu sprechen, weil das eben auch einfacher gestaltbar ist. Und dazu vielleicht 2 Anmerkungen. Also erstmal gebe ich Frau Hassel recht, das wesentliche und größte Problem ist erstmal im Bereich der schulischen Ausbildung, also frühkindliche und schulische Ausbildung. Da sehe ich auch die größten Defizite. Über die Zahlen hat Frau Hassel gesprochen. Im internationalen Vergleich steht Deutschland da nicht besonders gut da. Und ein besonderes Problem, über das Herr Dr. Breiter heute Morgen ja auch schon gesprochen hat, ist, dass da institutionell im Gebälk eben etwas nicht stimmt. Ja, also gerade der Bereich schulischen Ausbildung ist bei allem eben unterfinanziert. Und
ein Problem, was ich sehe, liegt tatsächlich in den föderalistischen Strukturen, die wir haben. Ja, es ist eben natürlich so, dass der kommunale Sektor für weite Teile eben verantwortlich ist, was jetzt sozusagen die bauliche und zum Beispiel auch infrastrukturelle Ausgestaltung des schulischen Bildungssystems angeht. Und da haben wir eben nun mal das Problem im kommunalen Bereich, dass wir da ganz oft eben so ein bisschen Finanzierung nach Kassenlage haben. Ja, also es gibt ganz viele festgelegte Ausgabenbereiche, wo es praktisch keinerlei Spielraum gibt. Und wenn dann noch was übrig ist, dann kann man in Zukunftsbereiche investieren. Und für einige Kommunen ist das kein Problem. Ja, also eine Kommune wie Metzingen, die kann sich vor Gewerbesteuereinnahmen überhaupt nicht retten. Ja, in anderen Kommunen sieht es vollkommen anders aus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und Frau Löhrmann hat ja auch darauf angesprochen. Dann kommen die oberen Ebenen, das Land oder der Bund, und legt Töpfe auf, ja, sozusagen digitale Schule. Oder es gibt jetzt vom Bund einen Fördertopf für Schulsanierung. Und dann wundert man sich, diese Töpfe werden nicht abgerufen. Ja, und dann ist irgendwo, sozusagen das Geld ist da, aber das Geld kommt nicht auf die Straße und batsch, unten in der Kommune ändert sich nichts. Und das zentrale Problem wirtschaftspolitisch ist, wir müssen eine Verstetigung reinbekommen. Wir können nicht einen Topf auflegen im Jahr 2018 und dann sozusagen in dieser Ruckzuck-Manier denken, dass das dann sozusagen die Probleme löst. Es muss auf allen Ebenen, Bund und Land und Kommunen, ein Commitment geben, dass praktisch Zukunftsaufgaben, ich will nicht nur Investitionen sagen, das ist nämlich ein bisschen schwieriger Begriff, die Schultoilette ist eine Investition, die Lehrkräfte gelten als Staatskonsum. Ja, also ich finde den Begriff Infrastruktur besser, der eben vor allem eben auch Personal umfasst. Es muss eine glaubwürdige Verstetigung dieser Infrastrukturausgaben passieren. Ja. Ja, und das umfasst vor allem, und daran haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, vor allem krankt das an den Planungskapazitäten. Also wir haben einfach in den Bau- und Planungsämtern zu wenig Personal. Und eine Studie, ich glaube sogar von Herrn Hüter, zeigt, dass da eine riesige Verrentungswelle ins Haus steht in den nächsten Jahren. Das heißt, das wird schlimmer, das Problem. Mhm. Und das Gleiche ist bei Ausführungen, bei Bauinvestitionen im Bereich der Handwerksbetriebe. Momentan, Sie finden keinen Fliesenleger, ja, Sie finden keinen Maurer, der ein Projekt umsetzt. Würden sie aber verstetigen, ja, und würden glaubwürdig signalisieren, dass der Staat nicht nur heute ein Programm auflegt, sondern in den nächsten 10, 20 Jahren jedes Jahr einen bestimmten Anteil des Bruttoinlandsprodukts in Zukunftsausgaben investiert. Dann stellt sich der Markt darauf ein. Ja. Dann werden auch Fliesenlegerbetriebe sich überlegen, wir brauchen mehr Leute. Und ich glaube, nur so kann dann eben auch der Staat die Infrastruktur zunächst mal für die schulische Ausbildung bereitstellen und dann im nächsten Schritt für den Weiterbildungsbereich. Und da hat Herr Hüter ja recht, da haben wir ja sehr gute Ausgangsvoraussetzungen. Da steht Deutschland besser da als viele andere Länder, weil wir eben so ein bisschen diese einzigartige Struktur haben. Aber auch die will natürlich gepflegt werden. Ja? Und dafür ist genau dieser Gedanke der Verstetigung aus meiner Sicht absolut zentral. So, jetzt juckt es hier zumindest alle drei, etwas dazu zu sagen. Ich warte mit meiner nächsten Frage, die viel konkreter noch in den Weiterbildungsmarkt führen soll. Herr Hüter, Sie hätten zuerst gezuckt, deswegen dürfen Sie jetzt zuerst sprechen. Ja, ich aber kurz. Bitte nochmal zurück, ein bisschen stärker zu Weiterbildung. Ich glaube, wir können uns beim allgemeinbildenden System, da haben wir eben drüber diskutiert, über viele Defizite schnell einigen. Ich sehe es in der Summe nicht so negativ. Ich finde auch, Frau Löhrmann hat recht, wir müssen auch wissen, was Schule heute zu verarbeiten hat. Also das ist auch, was die gesellschaftlichen Herausforderungen sind, das nur mal mitgedacht. Aber ich will nochmal auf die Weiterbildung. Das Problem, das wir doch haben, ist, dass wir mittlerweile 80% der 25- bis 64-Jährigen in Arbeit haben. Dieser Anteil war im Jahr 2000 bei 69%. Das heißt, wir haben heute eine Erwerbsintegration, wie wir früher gesagt haben, na, wenn wir den Skandinaviern und den Schweizern mal da folgen könnten mit diesen 80%, das wäre großartig. Die Frage ist ja jetzt, wie kriegen wir das sozusagen gespiegelt mit dem Fachkräftemangel, den wir ja, Sie haben ihn angesprochen, in vielen, vielen Bereichen haben. Wir haben ihn in der Altenpflege. Wir haben ihn in sozialen Diensten, wir haben ihn im MINT-Bereich erkennbar, wir haben ihn im Handwerksbereich, Sie können durch das Land gehen, auch im Gaststättengewerbe wird Ihnen gesagt, ich kriege eigentlich keine Leute. Das heißt, irgendwie haben wir ja so ein eigenartiges Phänomen, dass offenkundig man viel mehr Leute noch einstellen könnte und keine Restriktion der Nachfrage dem irgendwie entgegensteht. So deutlich zumindest das, was in der Summe die Unternehmen mit spiegeln. Das heißt, wir müssen ja fragen, was tun die da eigentlich? Und ich glaube, die Politik muss eigentlich bei der Weiterbildung die geringste Sorge haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie nicht investieren in die Beschäftigten, die Sie haben, scheiden Sie aus dem Markt aus. Das ist genauso, als wenn Sie nicht in Technik investieren. Das heißt also, der Druck der Unternehmen in die Fähigkeit ihrer Beschäftigten fortlaufend zu investieren,
in der Frage, wie weit weiß ich voraus, was heute alles richtig und wichtig ist, aber sonst scheiden Sie aus dem Markt aus. Das ist ein ganz einfacher Sanktionsmechanismus, den haben Sie bei dem allgemeinbildenden Schulsystem nicht, weil das ja weit weg ist. Das heißt also, wir haben hier eine Mechanik, die uns in diesem Sinne hilft. Und der zweite Hinweis, wir stellen fest, es verändern sich ja auch die Profile der Weiterbildung. Sie gehen im Grunde sehr viel stärker in informelle, heißt an den Arbeitsprozess entlang organisierten Bildungsangeboten, die in den Unternehmen stattfinden. Das ist für mich eigentlich auch ein Hinweis genau auf Ihre Frage, Frau Klöpfer. Wenn ich in einer solchen Phase bin, was brauche ich denn dann? Und dann ergibt es sich ja doch, und das stellen wir wieder fest, aus der inkrementellen Innovationskultur der deutschen Wirtschaft. Wir haben halt nicht die Disruptiven. Ich glaube auch nicht, dass das Bild so ganz stimmt, da verschwinden Unternehmen, da kommen neue. Was wir feststellen ist, die Unternehmen erfinden sich neu. Und in dem Neuerfinden, gucken Sie sich heute Zulieferer Automotive an. Ja? Wenn Sie mit einem sprechen, dann sagen die, wir machen das Gleiche wie vor 150 Jahren, als wir gegründet wurden, wir biegen Metall. Nur im Kern machen sie es immer noch. Natürlich, weil sie ein Auto brauchen, sie Metall. Ganz gar keine Frage. Aber sie brauchen es heute für ein Elektromobil ganz anders, an ganz anderer Stelle. Sie steuern es anders und so weiter und so fort. Und diese sozusagen inkrementelle Innovationskultur, die spiegelt sich auch in der Dominanz informeller Weiterbildungskonzepte am Arbeitsprozess. Insofern ist mir ganz wichtig, wir können, glaube ich, unser Weiterbildungssystem nur verstehen und weiterentwickeln, wenn wir es im Zusammenhang mit der dualen Berufsausbildung als Startpunkt dieser Erwerbsbiografie oder einer solchen Erwerbsbiografie sehen. Frau Hassel, Sie wollten da mal dagegenhalten. Genau. Das stimmt ja nur für einen bestimmten Teil der industriellen Produktion. Und wenn man sich die Industriebeschäftigung anschaut, in Deutschland ist sie jetzt mittlerweile auch unter 20%. Wenn man nochmal 10% draufschlägt für industrienahe Dienstleistungen, dann hat man vielleicht ein Drittel der Beschäftigten, die in solchen Clustern tätig sind, von denen Sie sprechen. Mhm. Und wo natürlich all das zutrifft, was Sie beschrieben haben von inkrementeller Innovation und auch einer sehr produktivitätsorientierten Produktion. Es gibt aber natürlich noch 70% andere. Und in den 70% anderen findet man auch einige hochproduktive Kerne. Aber man findet natürlich in der deutschen Wirtschaft auch sehr viele Unternehmen, die sich nicht an diesem Geschäftsmodell orientieren, sondern die sich an einem Geschäftsmodell orientieren, wo es sehr stark darum geht, die Kosten niedrig zu halten und nicht in ihre Beschäftigten zu investieren. Also anders lässt sich nicht erklären, dass wir eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit eine Beschäftigung haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig immer noch 24% der Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt haben. Oder die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen immer noch steigt. Oder aber auch, wenn man sich Erwerbsarmut anschaut, die Zahlen dort auch nicht zurückgehen. Also es gibt eine Polarisierung im Arbeitsmarkt. Die hat was mit der Struktur der Wirtschaft zu tun. Es gibt einen hochproduktiven Kern, aber es gibt viele Bereiche, wo das nicht zutrifft. Und wenn man sich jetzt mit den 70% beschäftigt und fragt, wie kann man dort eigentlich in Menschen investieren, dass sie nicht langfristig in Bereichen arbeiten müssen, die sich an Kosten orientieren und nicht an der Produktivität, dann müssen wir uns die Weiterbildungsfrage schon stellen. Und die stellt sich dann genau da, so wie Frau Christmann es auch beschrieben hat. Nämlich dann brauchen wir staatliche Einrichtungen, auch staatliche Investitionen in die Einzelnen nochmal, damit diese Menschen ihre eigene Produktivität und ihr eigenes Bildungsniveau verbessern können. Also wir können nicht von dem produktiven Kern auf die gesamte Wirtschaft oder Gesellschaft schließen, sondern wir müssen es getrennt betrachten. Wir haben ja gehört, dass sich der Arbeitsmarkt polarisiert. Sie haben auch in früheren Vorträgen oder ich habe einen Aufsatz meine ich gelesen über dieses Ungleichheitsphänomen, was auf uns zukommt, gesprochen. Frau Christmann wird uns vielleicht gleich sagen, wo die Politik da hineinstecken kann. Aber ich wollte trotzdem noch mal fragen, Herr Südekum, was steht da eigentlich für ein Gesellschaftsbild dahinter? Darf niemand im Niedriglohnsektor bleiben? Müssen sich alle irgendwie nach oben verändern? Was wir ja auch sehen, ist, dass dieser Niedriglohnsektor in der Wissensgesellschaft, also auch oder der Sektor für weniger qualifizierte Arbeit, wächst ja. Der wird ja nicht kleiner. Das heißt, was wollen wir da für ein Gesellschaftsbild haben? Und wenn wir das wissen, wissen wir, dass wir diesen Sektor eigentlich vielleicht gar nicht wollen, sondern alle müssen da irgendwie raus. Und dann können vielleicht irgendwelche anderen aus dem Ausland da rein, aber die müssen auf Dauer auch da wieder raus. Das heißt, was ist das mit dieser Ungleichheit? Müssen wir das aushalten oder muss das weg? Durch Weiterbildung. Da Ihre Antwort haben wir ja gehört. Ja? Gut, das ist... Ich würde es mal charakterisieren als eine Art Nebenwirkung dieses ganzen Prozesses. Ja? Also ich meine, wir hören ja sehr viel diese Dystopien über Massenarbeitslosigkeit, die dominieren die Medien.
die sind vollkommen übertrieben. Aber man kann eben auch nicht sagen, es ist alles gut. Also es steht nicht die Dystopie gegen die Utopie, ja, dass die Digitalisierung gut und schön ist, sondern bei der Welle der Digitalisierung, die wir bislang gesehen haben. Ich habe mich ja intensiv eben gerade mit dem industriellen Bereich und mit den Industrierobotern der Automatisierung beschäftigt. Klar, da war die gute Nachricht, es sind jetzt nicht Jobs insgesamt in der Wirtschaft verloren gegangen. Es sind schon Jobs in der Industrie verloren gegangen. Im gleichen Ausmaß sind Jobs im Dienstleistungssektor hinzugekommen. Unterm Strich stand eine Null. Bislang war dieser Prozess auch noch nicht disruptiv. Also es war nicht so, dass man sagt, da wurde der Roboter installiert und dann wurden Leute rausgeschmissen, die standen auf der Straße und mussten gucken, was aus ihnen wird. Bei anderen Schocks, zum Beispiel im Außenhandelsbereich, war es tatsächlich so. Aber in Bezug jetzt auf Roboterisierung und Digitalisierung nicht. Aber die schlechte Nachricht, und das haben wir eben heute eben in, sagen wir mal, Ansätzen bereits gesehen, noch nicht so stark, aber in Ansätzen schon, selbst im Industriesektor, ist steigende Lohnungleichheit tatsächlich schon zu attestieren. Ja, und das ist so ein bisschen die Nebenwirkung daraus. Also Universitätsabsolventen in technischen Berufen, im Management, die haben ordentlich hinzugewonnen, ganz klar. Aber gerade so die Mitte des Lohnspektrums, also ich sag mal der, die klassische Facharbeiterin mit abgeschlossener Berufsausbildung, da waren zwar die Jobs in der Industrie sicher, aber bei den Reallohnanstiegen sah es eben nicht so sonderlich rosig aus. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Und natürlich, ich meine, der einzige Ausweg, den es dort gibt, gerade wenn jetzt eben die nächste Welle der Digitalisierung ansteht, also ich sage jetzt mal Schlagwort künstliche Intelligenz, was ja vor allem, das ist ein bisschen das Problem, viele Berufe in diesem großen und deutlich weniger geschützten und deutlich weniger gut organisierten Dienstleistungssektor eben betreffen werden. Da denke ich schon, dass wir auch dasselbe Muster sehen werden. Ja, also es fallen nicht plötzlich Arbeitsplätze weg, aber da wird sich genau dieses Problem der Lohnungleichheit stellen. Und die einzige und beste Art und Weise dagegen anzugehen, oder vielleicht einer der zentralen, ist tatsächlich Weiterbildung. Ein weitergehender Aspekt, über den wir vielleicht heute nicht sprechen, ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ne, weil irgendjemand verdient ja an diesen Technologien. Genau. Die Frage ist, wer und wem fallen diese Verdienste zu? Aber beim Thema Weiterbildung, das ist natürlich jetzt kurzfristig gedacht, die Therapie, die auf jeden Fall notwendig ist und die einzig wirkende, die mir so einfällt, um eben diese Arbeitsmarkteffekte so gut es geht, also die Arbeitsmarkteffekte der steigenden Ungleichheit, so gut es geht, eben unter Kontrolle zu halten. Frau Christmann, so, ich habe Sie vorhin einmal kurz übergangen, aber das wollte ich mir doch noch anhören. Ja, ich war natürlich auch ein bisschen angepiekst durch die Schuldebatte, die jetzt hier nochmal aufkam, die ich in weiten Teilen auch teile. Aber ich glaube, es ist doch sinnvoll, sich wirklich auch um die Weiterbildung als eigenständiges Feld wirklich zu kümmern. Ja. Und es geht eben da wirklich um Menschen, die sind aus der Schule schon raus und die sind jetzt im Arbeitsmarkt. Und denen helfen wir leider auch nicht mehr, wenn irgendwann die Schulen sich nochmal weiterentwickeln. Deswegen glaube ich, ein Plädoyer wirklich ganz stark, dieses Weiterbildungsthema als eigenständiges Feld zu begreifen und wirklich jetzt auch zu gestalten. Ich glaube, es ist die richtige Perspektive, auch darüber zu sprechen, gerade im Hinblick auf die Dystopien, die Sie auch erwähnt haben. Denn wir haben ja die Debatte, wie viele Arbeitsplätze wegfallen. Ich halte die auch für völlig überzogen und glaube, es hilft absolut nicht, immer mit diesem Horrorszenario zu arbeiten. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich aufgrund dieser Debatte trotzdem Sorgen machen. Und denen ist aus meiner Sicht am ehesten geholfen, wenn man ihnen zeigen kann, wir lassen dich aber nicht damit alleine, dass du dir Sorgen machst, wie sich dein Job weiterentwickelt, sondern wir stellen Unterstützung bereit, wie du dich auf diese neue Situation einstellen kannst. Und deswegen ist das für mich der entscheidende Punkt. Und ich halte nichts von den Modellen, die vor allem darauf setzen, dann dem Einzelnen viel Geld zur Verfügung zu stellen, um dann selbstständig da sich Weiterbildungsinstrumente zu suchen. Da gab es mal im Bundestagswahlkampf die Idee von der SPD, war die, glaube ich, so ein Lebensguthaben zur Verfügung zu stellen und dann soll man damit Weiterbildung betreiben. Ich halte das aber für eine Überforderung des Einzelnen selber, dieses Geld klug auszugeben. Da gibt es sicher viele, die können das sehr klug, aber es gibt eben auch viele, die können das vielleicht nicht so gut planen, wie sie das jetzt am besten und gezielt in die richtige Weiterbildung ausbilden. Und deswegen glaube ich, dass diese aktive Unterstützung, wirklich auch eine Beratung, das Entscheidende ist. Und da muss man so eine Worthülse wie Weiterbildungsoffensive, die halt immer von der Politik verkündet wird, auch mal mit einer Struktur unterlegen. Sonst bleibt es, glaube ich, eine Worthülse. Und das muss doch jeder selber sehen, wie er sich drum kümmert. Und man muss die Strukturen natürlich auch so rechtlich herstellen, dass es eben die Möglichkeit gibt, dann auch mal eine Zeit lang, vor allem beim Job, die Stunden zu reduzieren und das in Weiterbildung zu investieren. Und gerade im Niedriglohnsektor muss man auch gucken, dass dann auch die finanzielle Unterstützung für die Menschen da ist, die sich das eben nicht leisten können, eine Zeit lang mal auf ihr Gehalt zu verzichten, sondern die dann auch
finanziellen Ausgleich für diese Zeit haben. Und das sind zwei wichtige Aspekte, glaube ich, Zeit geben und finanzielle Unterstützung und Beratung geben und das wirklich in einer vernünftigen, strukturellen Form, dann stünden wir da an einer ganz anderen Stelle und dann hätten die Menschen auch mehr Vertrauen darin, dass ihre Erwerbsbiografie auch auf eine gute Art und Weise weitergehen kann, wenn wir Umbrüche im Arbeitsmarkt haben, die wir ja tatsächlich haben, auch wenn die nicht so plötzlich sind, dass gleich Millionen Jobs unbedingt auf einmal wegfallen. Aber trotzdem entwickeln sich ja doch die Berufsfelder gerade sehr dynamisch weiter. Und das kann für die Einzelnen oder den Einzelnen eben schon eine sehr große Herausforderung sein. Ja, wollen Sie, genau, bitte. Ich würde auch zwei Hinweise dazu geben wollen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Also das kann ich also nur schreiben, dass wir mit flexiblen Zeitmustern, dass man die Arbeitszeitkonten nutzt. Das gibt's ja, ne? Wir haben ja heute ganz andere Zeitregime auch in den Unternehmen. Alles richtig. Nur wir sollten dabei auch mit einspielen die Erfahrung, die wir mit staatlichen Weiterbildungsaktivitäten hatten. Und zwar in Zeiten, in denen sich die Berufsbilder nicht groß dynamisch entwickelt haben. Ich darf erinnern an die Weiterbildungsoffensive nach 1990 in der ehemaligen DDR, den neuen Bundesländern. Was ist da an Geld in Weiterbildung gegangen, wo wir angeblich wussten, was da alles richtig ist? Ja, also wenn wir mit großen Systemen kommen und dass wir wissen, es ist Geld versenkt worden. Wir wissen auch aus der Evaluationsforschung zur aktiven Arbeitsmarktpolitik, dass die F&U-Maßnahmen, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen der damaligen Bundesanstalt für Arbeit die ineffektivsten und ineffizientesten Maßnahmen waren. Also wir müssen zumindest, wenn wir heute über staatliche Unterlegung von Weiterbildung sprechen, diese Erkenntnisse doch bitte mit einspielen. Wir müssen da irgendwo besser in einer Zeit, und das ist ja, glaube ich, unser Konsens, wo eher die Wandlungsgeschwindigkeit zunimmt. Ja, also ich glaube, das ist ja die Herausforderung. Wie kriegen wir das hin? Beratungsleistung, wie? Also mein Plädoyer wäre im Grunde viel mehr über faktisch unternehmensnah und jetzt in allen Tätigkeiten sozusagen die Brücke auch zur Weiterbildung zu finden, auch dort, wo man selbst vielleicht gar nicht ist, aber dass man sozusagen die Unternehmen als Brücke oder als Testat nimmt für das, was in der Weiterbildung am aktuellen Rand funktioniert. Also das ist ja doch auch eine Herausforderung, damit zurechtzukommen. Und noch eine zweite Anmerkung. Wenn wir über Weiterbildung reden, heißt das ja, wir bewegen uns im Kern in der beruflichen Welt, also in der Berufsorientierung, wie sie in Deutschland durch die duale Berufsausbildung sozusagen definiert wird. Und in diesen Berufen versuchen wir, Weiterentwicklungspotenziale zu organisieren. Und hier gibt es, wie ich finde, auch eine gesellschaftliche Debatte, Sie können eben eine zum Thema Digitalisierung angesprochen, deren negative Implikation für das Thema, glaube ich, nicht richtig gesehen wird. Wenn wir im Einklang mit der OECD uns immer alle dann an den Akademisierungsquoten als Zielnormen orientieren, also mit die Hälfte eines Jahrgangs, eines Abgangsjahrgangs der allgemeinbildenden Schulen geht auf die Universitäten. Und das wird implizit als Ziel und Norm. Und wenn wir das nicht erreichen, dann kommt gleich die OECD und sagt, ihr seid aber mit euren Akademisierungsquoten unterhalb der Quoten sonst wo. Mal ganz abgesehen, dass diese Quotendebatte völlig absurd ist. Aber was wir aussagen ist, dass universitäre Bildung und universitäre sozusagen Grundlegung einer Erwerbsbiografie offenkundig der Standard ist, offenkundig das Normale. Und wir werten implizit alle ab, ohne dass wir das aktiv, aber implizit, die ja das auch zur Kenntnis nehmen, dass es der gesellschaftspolitische Wille ist, die sich für duale Berufsausbildung, vielleicht für ein Start-up, weil sie findige Ideen haben, also halt nicht diesen Weg gehen. Und wir kreieren im Grunde normativ Akademisierungsverlierer. Das sind jetzt nicht die, die bei Südikum durch die Prüfung fallen und dann hinter sich was anderes überlegen müssen, sondern die, die gar nicht ins System gehen, denen wir im Grunde sagen, also eigentlich, also gesellschaftlich, wenn wir, ne, reden wir eigentlich nur über die Universität. Diese Debatte, glaube ich, müssen wir auch mit einbeziehen, wenn wir über duale Berufsausbildung, über Weiterbildungsperspektiven reden. Und wenn wir das tun, bin ich da eigentlich auch relativ optimistisch, dass wir das hinkriegen. Denn auch in den Bereichen, Frau Hassel, wo wir nicht die Industrie haben, funktioniert es ja immer dann ganz gut, wenn wir Sozialpartnerschaft haben, wenn es Berufsbilder gibt. Und wir haben auch gelernt, wie schnell und flexibel diese Berufsbilder adjustiert werden. Es ist grandios, wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, welche Renovierung von Berufsbildern in kurzer Zeit gelingt. Das zeigt ja auch, dass wir in der Lage ist, dieses System an technischen Wandel und am veränderten Bedarf der Berufsbilder auch entlang zu entwickeln. Aber wir müssen dann auch immer genau mal hingucken, wo es hängt. Also wenn Sie sich die Altenpflege anschauen, dann haben wir das Problem,
dass Sie dort in der Finanzierungslogik der Pflegeversicherung sich bewegen. Und da können Sie noch so viel als Pflegeanbieter, als innovative Weiterbildungskonzepte, da sagt Ihnen der Pflegeversicherungsträger, die Sozialhilfe als Träger, das ist unwirtschaftlich. Das heißt, wir müssen auch dort, wo wir ein großes Problem der Fachkräftemangel, des Fachkräftemangels haben, wo wir einfach sagen, da müssen wir Leute hinbilden, hinentwickeln, sehen, immer sehr genau schauen. Und das ist für mich die Überschrift der beiden Panels. Wir haben vorhin gesagt, differenzierter Blick auf Schule, differenzierter Blick auf pädagogische Konzepte nach den, Kollege aus Potsdam hat so genannt, nach den Rahmenbedingungen der konkreten Bildungssituation, wenn ich das mal so allgemein sage. Das Gleiche gilt aber auch für die Weiterbildungssituation, wenn wir das von der Wertschöpfung her verstehen und von dem, was sozusagen die Bedingungen des jeweiligen Feldes sind. Wir dürfen Sie beim Wort nehmen. Der Staat soll sich in der Weiterbildung, weil er da bisher nicht so wahnsinnig erfolgreich war, nicht unglaublich engagieren. Das machen lieber die Unternehmen. Sie sagen uns vielleicht nachher noch, über welche Institutionen sind das dann, die IHKs oder wer. Also wenn die Unternehmen das übernehmen wollten, was ja logisch, auch relativ logisch ist, weil wir meistens bis auf den staatlichen Bereich eben in Unternehmen arbeiten, von der Gaststätte bis zum Konzern, dann müssen die ran. Frau Hassel, Sie wollten dazu was sagen. Ja, ich wollte zu zwei Punkten noch was sagen. Das eine ist die Evaluationsforschung und die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den 90er Jahren. Ich glaube, dass diese, also die negativen Ergebnisse liegen vor. Ich glaube aber, dass die uns nicht so viel weiterhelfen, weil wir einfach in den 90er Jahren eine ganz andere Situation hatten in den neuen Bundesländern, wo der Arbeitsmarkt völlig zusammengebrochen ist, wo sehr viele Menschen sehr schnell arbeitslos geworden sind und man dachte und man wusste, man muss die Leute entweder in den Vorruhestand überführen oder man muss sie in irgendeiner Art und Weise qualifizieren, um sie für die westlichen Strukturen, Anforderungen des Arbeitsmarktes wieder fit zu machen. Und dass da sehr viel in falsche Richtungen qualifiziert wurden, ist jetzt nicht so furchtbar erstaunlich. Also ich glaube, da zu sagen, wir hätten da viel passgenauer noch mal mit näher an den Unternehmen. Lassen Sie uns nicht so lange über dieses Gestern reden, weil genau, uns rennt die Zeit ein bisschen davon. Weil es jetzt oft verwandt wird. In der Diskussion kommt ja dieses Argument sehr oft, dass der Staat eigentlich sich da nicht so sehr einmischen sollte, weil wir ja gesehen haben in den 90er Jahren, dass da fehlqualifiziert wird. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen Abstand von nehmen und sagen, das ist eine spezifische Periode und eine spezifische Erfahrung, die nicht unbedingt was darüber aussagt, wie wir in Zukunft Weiterbildung organisieren wollten. Das wollte ich dazu sagen. Der zweite Punkt, der mir wirklich wichtig ist, und da sind wir vielleicht nochmal beim Menschen, ne, weil Sie eben gefragt haben, was kann denn der einzelne Mensch dazu beitragen. Wir wissen, dass in vielen Bereichen die Weiterbildungsbereitschaft ja gar nicht so hoch ausgeprägt ist. Und weil, dass viele Menschen sagen, ich habe sowieso schon viel zu tun mit ständigen Restrukturierungen im Unternehmen, mit dem Einzug von Digitalisierung, mit neuen Technologien und so weiter, die mich sowieso schon belasten, auch unter Stress setzen. Also wir haben ja sehr hohe ansteigende Zahlen bei der psychischen Belastung, auch bei psychischen Erkrankungen und so weiter. Und dass die Menschen dann sagen, und jetzt soll ich mich auch noch weiterbilden, ich habe eigentlich keine Lust mehr darauf. Ne? Und es hat was mit Überforderung zu tun, es hat was mit steigender Arbeitsintensität zu tun. Und ich glaube, man muss dieses Phänomen auch mit in den Blick nehmen und zu fragen, also wie können wir eigentlich erwarten, dass Menschen, die sich sowieso permanent neu anpassen, schon im Unternehmen jetzt auch noch sagen, und ich weiß gar nicht, ob mein Job sicher ist, ich muss mich vielleicht ganz nochmal neu umorientieren, wie kann ich das machen? Ich will damit sagen, wir brauchen noch viel stärkere Hilfestellungen in diesem Prozess. Und wir müssen auch auf die hohe Beschäftigungsquote ist auf der einen Seite erfreulich, auch insbesondere bei Frauen sehr erfreulich. Aber es bedeutet natürlich, dass Familien im Stress sind. Also wenn beide arbeiten, vielleicht beide Vollzeit arbeiten, beide auch in ihrer Arbeit mit Digitalisierung umgehen müssen und sich dann überlegen, oh, ist mein Job in 10 Jahren überhaupt noch da? Also ich glaube, da brauchen wir wirklich eine ganzheitliche Sicht darauf, welche Instrumente wir wirklich brauchen. Sie noch kurz dazu und dann will ich doch noch mal zu den Institutionen der Weiterbildung kommen. Ich wollte auch was zu Institutionen der Weiterbildung sagen. Ich glaube nämlich nicht, dass man praktisch sagen kann, dass das nur im Unternehmenssektor alleine passieren kann. Warum? Weil viele Unternehmen selber Weiterbildung brauchen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so klar. Ja? Aber wir reden hier über Digitalisierung, neue Technologien. Gleichzeitig haben wir eigentlich in den letzten Dekaden, 10, 20 Jahren, miserable Produktivitätswachstumsraten. Unter 1% seit ganz vielen Jahren. Also der Wirtschaftsnobelpreisträger Solo hat es mal so ausgedrückt, man sieht überall Computer, außer in den Produktivitätsstatistiken. Also man fragt sich, wo ist diese Digitalisierung überhaupt? Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben, dass auch die Unternehmen sich so eine polarisierende Struktur aufbaut.
die Top-Unternehmen, also die 5-10% der ohnehin schon produktivsten Unternehmen, hatten super Wachstumsraten. Und das sind ein bisschen die Beispiele, die Herr Hüther auch gerade genannt hat. Da ist alles perfekt, da ist alles in Butter. Aber bei den unteren 50%, 60% der Unternehmen in der Produktivitätsverteilung ist seit Jahrzehnten nichts passiert, was die Produktivität angeht. Und da frage ich mich, wen sollen die da weiterbilden? Das heißt, eigentlich ist da genau auch ein Weiterbildungsbedarf auch im Unternehmensbereich. Und die beste Institution, die ich mir vorstellen kann, Herr Hüther sprach ja sozusagen über diese regionalen Ökosysteme, sind zum Beispiel, sagen wir mal, Fachhochschulen, die gleichermaßen Beschäftigte, aber auch Unternehmen ansprechen und dadurch sogar dieses Mismatch-Problem ein bisschen in den Griff kriegen, wenn Leute oder Firmen Leute suchen und umgekehrt. Also ich glaube, das sollte man eben nie vergessen, dass Weiterbildung nicht nur ein Thema ist, dass man praktisch den Menschen sagt, ihr müsst euch jetzt noch weiterbilden mit genau diesen Stressfaktoren, über die Frage gerade gesprochen hat, sondern das ist auch ein Thema für Unternehmen, wo praktisch Digitalisierung noch überhaupt nicht angekommen ist. Also es geht ja darum, welche Institutionen sollen es denn dann machen außerhalb der Unternehmen oder für die Unternehmen, die sich im Grunde das so selbst nicht leisten können. Sie können da jeder einmal ganz kurz zu Stellung nehmen und dann würde ich gerne noch, wir haben nämlich noch eine Viertelstunde, noch 20 Minuten würde ich dann mal das Podium öffnen, dass Sie auch Fragen stellen können. Jetzt erstmal, Fachhochschulen, die engagieren sich, glaube ich, im Moment nicht besonders in der Weiterbildung. Dabei werden sie dafür prädestiniert. Wie bekommt man, da gibt es staatliche und private Fachhochschulen, ist dann immer die Frage. Es wird sich vielleicht auch die Weiterbildungslandschaft an sich verändern. Es werden neue private Institute kommen. Es werden Online-Möglichkeiten, also Universitäten geschaffen, die berufsbegleitend eben dann weiterbilden. Wo immer man dort ansetzt, also berufsbegleitendes Studium oder einfach einen Weiterbildungskurs in Coding, was weiß ich nicht, oder in Datenauswertung. Was sind die künftigen Institutionen, die diese Weiterbildung tragen, von der Organisation her, nicht nur finanziell? Genau, also ich finde, man kann da sehr gut anschließen. Absolut glaube ich, dass die Fachhochschulen da eine sehr wichtige Rolle spielen, nicht nur die und die Unis auch teilweise, aber sicherlich in anderen Bereichen. Und würde da aber auch gerne nochmal drauf zurückkommen, was Sie gesagt haben mit der Akademisierungsfrage. Ich finde diese Diskussion sehr schwierig, wenn man die anfängt, gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja auch die Idee des Akademisierungswahn, der dann gerne verbreitet wird. Das sehe ich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wir haben ja eine sehr niedrige Akademiker-Arbeitslosenquote. Also es ist nicht so, dass wir an irgendeiner Stelle zu viel Akademiker produzieren würden. Und da, wo die jungen Menschen studieren wollen, ist es, glaube ich, auch absolut gut und richtig, dass sie das auch tun können sollen. Das heißt aber nicht, dass man auch genauso schauen sollte, wo die berufliche Bildung besser werden soll. Aber ich glaube, dieses da so gegeneinander zu gehen, das halte ich für eine schwierige Debatte und kann, glaube ich, manchmal die Diskussion eher behindern, wenn es auch darum geht, die nötigen Ressourcen für alle Bereiche zur Verfügung zu stellen. Und gerade auch deshalb, weil eben die Fachhochschulen auch in der Weiterbildung, glaube ich, so eine große Rolle zukünftig werden spielen müssen. Und man sieht das auch gerade sehr dynamisch, gerade im Bereich digitale Studiengänge, also Studiengänge mit, wo digitale Berufsfelder ausgebildet werden, dass das die staatlichen Schulen noch nicht so erkannt haben, glaube ich, wieder nötig ist, jetzt neue Studienformate aufzusetzen. Es gibt ganz, ganz viele private Fachhochschulen in dem Bereich, die gegründet werden. Hier in Berlin ist die Code University, die vielleicht der eine oder andere kennt, so zwei ganz junge Gründer, die das mehr mit so einem Start-up-Feeling dann machen. Und das führt aber natürlich zu ganz anderen Ausbildungsprofilen. Die haben ein sehr viel anwendungsbezogeneres Ausbildungsprofil, schon für den Erststudiengang. Aber das sind natürlich dann auch sehr gut geeignete Instrumente auch für Weiterbildung. Die machen das ganz projektorientiert. Und solche projektorientierten Bausteine könnte man natürlich auch sehr gut zu einem späteren Zeitpunkt als Weiterbildungsbausteine nutzen, in enger Abstimmung auch mit Unternehmen, die jetzt auch hier bei diesem Beispiel der Code University auch da eng zusammenarbeiten, selber auch zum Teil da Dozenten hinschicken. Also da eine enge Verzahnung von Wirtschaft und Hochschullandschaft halte ich für einen sehr vielversprechenden Weg. Und ein Satz, wenn Sie mir den noch erlauben, der, glaube ich, auch für diese ganze Fachkräftemangel im IT-Bereich dann auch nochmal wichtig ist, ist, dass dort auch nochmal überlegt werden sollte, welche Formate sprechen eigentlich Frauen stärker an. Weil wir haben natürlich im Moment die Situation in dem ganzen Bereich, dass wir unter 30% Frauen haben, die in der Digitalbranche arbeiten, während man händeringend Fachkräfte sucht. Und da hat es auch nochmal viel damit zu tun, wie man auch solche Studiengänge, Ausbildungen oder auch Weiterbildungen auch einfach zusammenstellt, nennt. Der Fachinformatiker, das werden halt nur
nur Jungs. Aber wenn man das ein bisschen ansprechender nennt, kommen auch manchmal Mädels eher auf die Idee, das zu machen. Und auch da sehe ich eine Aufgabe in allen Sektoren, aber eben auch bei der Weiterbildung. Fachhochschulen wäre eine Option, die auszubauen. Wer würde es noch machen? Fachhochschulen müssen, wenn man dann valides Zertifikat haben, wir müssen staatlich anerkannt sein, ja, also vom Wissenschaftsrat anerkannt, meine ich, das ist alles nicht so einfach, denn auch die Anerkennenden und die Organisierenden, die wissen ja auch alle nicht, wo es lang geht. Ja. Die Weiterbildenden müssen sich auch wieder weiterbilden, um die zukunftsfähig zu machen, ihre Institution. Wer wäre es noch? Also ich glaube, das Stichwort Fachhochschule sollte man an einem Beispiel mal nennen. Ein Verband in Essen hat 1990 die FOM gegründet. Wenn Sie sich heute anschauen, was die FOM, die hat, glaube ich, bundesweit, die nicht weit von 30.000 Studenten. Nein, 46.000, das weiß ich, 46.000. 46, also, ich war zufällig gestern nachgeguckt. Ich war vor wenigen Jahren mal bei denen in Essen zur Graduierungsfeier eingeladen, da waren die irgendwie bei 20.000. Genau. Das zeigt nur, dass sie mit einem solchen Konzept, das ja quasi aus dem Nichts entstanden ist, dieses FOM, also als Fachhochschulkonzept, berufsbegleitend genau diese Weiterbildungsformate auch funktionieren. Insofern sind die Fachhochschulen, man muss sich fragen, warum die staatlichen Fachhochschulen das nicht in der gleichen Intensität tun, warum sie nicht da möglicherweise ein Feld sehen, sich zu profilieren. Ich glaube, das Problem ist, die Fachhochschulen schauen viel zu sehr darauf, dass sie den Universitäten hinterherlaufen. Mhm. Die ganze Debatte um das Promotionsrecht wirkt ein bisschen diese Debatte hinein. Mhm. Und das ist das. Und ansonsten gilt das Stichwort berufsorientiert. Ich glaube, das sollte man wirklich nochmal holen. Das Berufsorientierungskonzept, das bleibt nicht stehen bei der dualen Berufsausbildung, sondern setzt sich fort in der Weiterbildung. Und da haben wir auch die Institutionen über diese betriebsübergreifenden Einrichtungen in den verschiedenen Branchen. Da wäre ich auch gar nicht pessimistisch, dass wir das nicht mobilisieren können. Aber am Ende bleibt es einfach auch festzustellen, wenn Sie von einem Jahrgang, selbst wenn Sie sozusagen ganz intensiv weiterarbeiten, wie die Hamburger das toll gemacht haben, ohne Schulabschluss immer die Zahl immer weiter nach unten zu bringen, also mehr Menschen aus jedem Jahrgang, ist es immer eine Entscheidung, wohin gehen Sie? Und deswegen will ich nochmal sagen, mir geht es nicht darum, das gegeneinander zu stellen. Nur ich meine, wir müssen wenigstens die Debatte sehen. Wenn über OECD und das einfach politisch durchgereicht wird, es gibt eine Akademisierungszielquote, und dann man eben implizit sagt, das ist der Standard, dann sage ich indirekt auch, das andere ist nicht der Standard. Und das geht nicht. Darum geht es mir. Es geht mir nicht nur, wir machen dieses Gegeneinanderstellen. Wir wundern uns dann, dass wir quasi in dem Bereich, wo wir eigentlich Potenziale haben, Schwierigkeiten haben. Diese Debatte würde ich jetzt nicht weiterführen, weil wir ja gehört haben, dass sich der Arbeitsmarkt polarisiert. Und damit wird man wahrscheinlich sehr viel mehr Leute mit sehr viel mehr Wissen brauchen. Und ein paar unten und ihre anderen, nach Herrn Webers Prognose, werden sich zumindest vielleicht dann doch teilweise wegrationalisieren. Also vielleicht streicht irgendwann der Automat meine Wände perfekt mit Fußleisten. Ich würde das Podium jetzt gerne öffnen für Ihre Fragen oder Diskussionsbeiträge. Wer möchte sich zu diesem schwierigen Thema äußern? Bitte. Dankeschön. Ich bin Gabriele Vierzigmann von der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, außerdem Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Ich habe mich gefreut, dass am Ende der Diskussion dann doch noch die wissenschaftliche Weiterbildung zwar nicht namentlich genannt wurde, aber sozusagen in die Diskussion eingeführt worden ist. Unsere Gesellschaft, die DGWF, gibt seit über 40 Jahren. Seit über 40 Jahren gibt es wissenschaftliche Weiterbildung an Universitäten und an Fachhochschulen. Es ist ein Gebiet, das ausgebaut worden ist, das noch weiter ausgebaut werden muss und das Dinge bietet wie weiterbildende Bachelorstudiengänge, Masterstudiengänge, Hochschulzertifikate, noch kleinteiligere Studienangebote, Corporate-Programme. Und das alles, der Witz ist dabei, dass man das im Berufsverlauf, im Lebensverlauf, in unterschiedlichen Lebensphasen studieren kann. Wir haben außerdem diesen Wettbewerb Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen seit einigen Jahren. Über 400 Hochschulen entwickeln solche Formate, wie ich sie gerade genannt habe. Und das große Thema ist natürlich Durchlässigkeit, auch in diesem Wettbewerb zwischen dem beruflichen Bildungssystem und dem akademischen Bildungssystem. Also ich glaube, die Frage, wer da sich engagieren muss, ist, glaube ich, damit beantwortet, unter anderem selbstverständlich. Und ich glaube, man kann sich weder eine Wissensgesellschaft noch eine Wissensökonomie vorstellen ohne wissenschaftliche Weiterbildung. Herzlichen Dank. Gerne.
Ina Kreischem. Ich hätte gerne mal eine Frage als schlichte Berliner Bürgerin. Ist etwas abseits vom Thema, aber Berlin wurde seit 30 Jahren, also im Schulsektor, kaputt gespart. Meine Kinder sind auf dem Gymnasium nicht mehr aufs Klo gegangen, weil die wirklich in unhaltbaren Zuständen waren. Befreundete, bekannte Handwerker haben gesagt, also durch die Zahlungsmoral des öffentlichen Auftraggebers musste er unter anderem seinen Betrieb aufgeben. Also jetzt ist die Debatte digitale Bildung. Wir haben vorhin gehört, dass also so und so viel Gelder nicht abgerufen werden. Mhm. Wenn Sie mir bitte mal den Zusammenhang erklären würden, dann würde mich das freuen. Vielen Dank. Ich weiß nicht so richtig, ob das ein Weiterbildungszusammenhang ist. Nein, absolut, das ist auch weithin bekannt und das geht übrigens der Deutschen Bahn auch so. Die kann auch ihre ganzen zur Verfügung gestellten Mittel nicht aufgrund des Planungspersonalsmangels auch nicht verbauen. Ich will trotzdem fragen, hat jemand noch eine spezifische Frage zur Weiterbildung? Dann würden wir auf Ihre vielleicht zurückkommen. Gerne. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Wessling, ich bin vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und mich würde insbesondere interessieren, die Frage ging dann an Frau Christmann und auch an die Frau Hassel eventuell, präventive Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik Richtung Weiterbildung, mehr Staat in der Weiterbildung, das klingt erstmal alles sehr gut. Was ich mich dabei frage ist, und das klang ja beim Herrn Hüter auch schon an, ist einmal die quantitative Frage und auch die inhaltliche Frage, also wie kann man denn dann in solch einem System gewährleisten, dass Staat die Bildung anbietet, die am Markt auch nachgefragt wird? Und wie kann man gewährleisten, dass bei Beratungen, die eben nicht nur Türöffner in andere Richtungen sind, nicht so weit gelenkt wird, dass wir dann wieder in irgendwelche Schweinezyklen reinsteuern? Ich würde sagen, die erste Frage können Sie übernehmen und die zweite dann Sie, Frau Christmann, weil das an Sie beide ging. Die letzte jetzt. Also nicht die erste, sondern dann die genau, die von ihm, okay. Aber die erste Teilfrage sozusagen. Erste. Ja, genau. Ja, also ich denke, der Schlüssel liegt in der Kooperation mit den Unternehmen. Alles, was auf staatlicher Seite aufgebaut wird, sowohl sei es in Beratungsstrukturen, aber auch dann tatsächlich in Weiterbildungskursen und Zertifizierung, funktioniert natürlich besser, je näher es an den Unternehmen dran ist, weil in den Unternehmen, in den Betrieben wird deutlich und weiß man auch, was eigentlich die Bedarfe sind. Man weiß, in welche Richtung es gehen wird. Man weiß auch, welche Effekte Digitalisierung im Unternehmen haben. Und man kann natürlich nur Beschäftigte dann auch in die richtige Richtung weiterbilden, wenn man dieses Wissen der Unternehmen auch abschöpft. Also ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, dass man rein staatliche Weiterbildungsinstitutionen aufbaut, die dann in Bereichen qualifizieren, die völlig losgelöst sind von den wirtschaftlichen Strukturen. Das hat man viel in anderen europäischen Ländern, also die gerade die duale Erstausbildung gar nicht haben, wenn sie jetzt nach Südeuropa gehen, aber zum Teil auch sogar in skandinavischen Ländern, wo die Erstausbildung ja viel verschulter ist als in Deutschland. Da hat man das, da sieht man auch die Probleme, da weiß man, dass da wirklich eine zweitklassige Ausbildung stattfindet, eben keine erstklassige, und dass deshalb natürlich auch der Akademisierungswahn erst einsetzt, weil man weiß, man hat keine gute duale Erstausbildung in diesem Land. Deswegen gehen alle dort auf die Universität, die tatsächlich eine Qualifikation haben wollen. In Deutschland sind wir in einer anderen Situation. Und von daher muss der Weg sein über die Kooperation mit den Betrieben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Vielen Dank, Frau Christmann, der Schweinezyklus. Wie sorgen wir dafür, das war doch Ihre zweite Frage, dass nicht, wenn der Staat da sich wieder zu sehr engagiert, dann immer zur falschen Zeit eine Menge an bestimmten Qualifikationen hervorgebracht wird. Gut, ich glaube, ich kann da nicht viel weitergehendes sagen, als Sie jetzt gerade dargestellt haben. Es ist ja völlig klar, dass der Staat jetzt nicht anfangen soll, selber noch Weiterbildungswehrgänge aufzumachen, wo man dann sagt, dieses Jahr machen wir mal alle in die Richtung und nächstes Jahr bilden wir alle dafür aus, sondern genau diese Kooperation ist ja das Entscheidende, dass man natürlich das immer eng in Abstimmung mit dem gesamten Wirtschaftsbereich auch tun muss und das natürlich auch sehr dynamisch sein muss.
Und ich würde aber auch gerne noch aufgreifen, die Dame von der wissenschaftlichen Weiterbildung und das einfach auch noch mal unterstützen. Da gibt es ja auch ganz viele Aktivitäten, die in dem Bereich laufen. Bei den Fachhochschulen könnte das aber natürlich noch mehr sein. Das ist aber dann auch wieder eine Frage der finanziellen Ausstattung auch der Fachhochschulen. Das muss man natürlich auch sagen. Und wir haben im Moment die Situation, da sind wir wieder ein bisschen bei der Akademikerdebatte auch, dass wir einfach viele junge Leute haben, die studieren wollen. Und das war einfach mein Plädoyer, denen das auch zu ermöglichen. Damit sind aber die Fachhochschulen im Moment auch ziemlich ausgelastet, muss man sagen. Die bilden an ganz vielen Stellen über ihre Kapazitäten, die sie eigentlich haben, hinaus aus im Erststudium. Und dann ist halt die Frage, wo ist da noch die Kapazität, wirklich auch die Weiterbildungsinstrumente zu entwickeln, die man im Übrigen, glaube ich, dann auch je nachdem in Kooperation mit Unternehmen auch nach Marktpreis anbieten muss. Das kann, glaube ich, nicht alles dann immer gratis sein. Und da ist dann die Frage, was kann die Politik tun? Wir reden gerade über einen Hochschulpakt, wo die Bundesregierung mit den Ländern verhandelt, wo es keinen Aufwuchs von 3% pro Jahr gibt, wie es das im Forschungsbereich gibt. Also da sind wir dann wieder bei Bildungsausgaben ganz generell. Und da sollte man unserer Meinung nach auch den Bildungsbereich, die Hochschulen dynamisch unterstützen, um all dieses möglich zu machen. Ich gebe hier ziemlich Gas. Sie beide wollten noch kurz was sagen. Ich wollte nur eins vom Handwerk. Zwei Sätze und dann Herr Süde kommt noch. Wir und dann noch eine letzte Erfahrung Frage. Vor 15 Jahren mit dem Stichwort Bildungsgutscheine. Ja. Weil man gesagt hat, auch von dem Gedanken, wie bringt man sozusagen diejenigen, die in die Weiterbildung wollen, mit den Weiterbildungsangeboten in eigener Kompetenz zusammen und die Bundesagentur damals oder noch die Vorgängerinstitutionen, da hat man gesagt, machen wir mal testweise, wir reichen so Bildungsgutscheine aus, mit denen kannst du zu den Weiterbildungsanbietern hin. Und die Idee war, dass die dann schon etwas aussuchen werden, was sozusagen an der unternehmischen Realität nah auch in die Zukunft führt. Wir mussten allerdings feststellen, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Weil es natürlich immer auch eine Transparenz voraussetzt. Und dann sind wir in der Tat, ich glaube, das Thema Beratungsleistung ist schon von ganz, ganz hohem Gewicht. Also wenn man den Einzelnen ganz alleine sozusagen mit Bildungsgutscheinen in die Zukunft schickt, müssen wir einfach sagen, das war so ein ökonomisches Voucher-Argument, was wir Ökonomen gerne nutzen, müssen wir hier sagen, wir haben nicht die Transparenz, die den Einzelnen die entsprechende Entscheidungs- sozusagen Qualität gibt, um das dann auch so zu nutzen. Okay. Also muss man auch mit leben. Ich würde gerne der Dame noch kurz antworten, warum es in Berliner Schulen reinregnet. Beziehungsweise die Toiletten nicht in Ordnung. Also ich bin natürlich jetzt, ich kenne mich nicht so gut aus jetzt bei den Berliner Kommunalfinanzen. Ich hätte jetzt mehr Geschichte aus dem Ruhrgebiet, wo es aber auch nicht anders ausschaut. Das ist nochmal das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist ein Problem des Föderalismus aus meiner Sicht. Denn es ist nun mal so, auf der kommunalen Ebene hängen einfach 80% der Aufgaben, wenn nicht mehr, hängen fest. Hartz IV, Wohngeld, Sozialausgaben. Das heißt, da kann eine Kommune nichts machen. Das ist eine Aufgabe, die ihr aufgedrückt wurde, die sie leisten muss. Und wenn Sie dann auf der kommunalen Ebene nicht wirklich hohe Gewerbesteuereinnahmen haben, weil Sie sozusagen gute Unternehmen vor Ort haben, dann ist am Ende nichts übrig. Das ist sozusagen Investitionen nach Kassenlage und das ist sozusagen die Folge davon. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da bringen dann eigentlich auch verkopfte Debatten über digitale Konzepte in der Weiterbildung nicht viel, wenn sozusagen an der ersten Stelle, ja, in der Schulbildung, da so große Missstände herrschen, die sozusagen, würde ich sagen, viel schlimmere Effekte haben. Ja, das hatte Frau Hassel schon gesagt. Gleichwohl sind die Leute offensichtlich sehr weiterbildungsbereit, sonst würden die Fachhochschulen nicht so boomen und die ganzen Online-Kurse nicht so boomen. Eine letzte Frage. Wer mag noch oder haben Sie den Magen alle schon knurrend auf der Stuhlkante? Dann würde ich nämlich jetzt an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für das Podium, was so lebhaft diskutiert hat. Herr Anthony wird noch zwei Ansagen machen und ich mache hier einen Abgang. Vielen Dank, Philipp.